Heute habe ich eine Steinofenpizza mit Currywurst und Pommes. Gab es für 1,19 € bei Penny. Ist jetzt von keinem Markenhersteller und weiß nicht, ob das ein Werbegag sein soll oder ob es wirklich schmecken wird. War jetzt ganz schlau, weil ich eigentlich keinen Platz in der Mikrowelle hatte. Also liegt sie schon seit knapp 1,5 Tagen im Kühlschrank, was vielleicht nicht so schlimm sein wird. Und zwar ist das Pizza mit Backofen, Pommes, Frites, Geflügelwürstchen, Curry Ketchup, Soße und Edamer. Umluft 180 Grad. 10 bis 12 Minuten. Ah, die Packung fühlt sich ein bisschen nass an. Aber vielleicht doch nicht so schlau mit dem Kühlschrank. Pervers sieht es irgendwie schon aus. Das ist das, was ich meinte. Wenn eine Pizza im Kühlschrank zu lange ist, dann zieht die aufgetaute Tomatensoße direkt in die Pizza ein. Gut, probieren wir es. Das hier ist jetzt die gebackene Currywurst-Pommes-Pizza. Ich hatte sie für etwa 12 Minuten bei 180 oder 200 Grad drin. Und Pommes schmecken wie Pommes. Currywurst schmeckt nach geschnittenen Wiener Würstchen aus dem Glas. Mal so. Schlecht ist sie nicht, aber es fehlt doch irgendwie was. Sie ist ein bisschen trocken, aber das hat meistens damit zu tun, wenn sie im Kühlschrank zu lange liegt, dass die aufgetaute Tomatensauce dann in den Teig zieht. Und ist mir schon ein, zwei Mal passiert. Aber geschmacklich ist jetzt nichts Besonderes.
Ist halt normale Tomatensoße, keine Currysoße. Schmeckt auch nicht nach Curry. Schon fast ein bisschen Richtung so Bolognese-Soße. Ja, aber kann man essen. Oder zumindest mal ausprobieren. Ja. Dr. Oetker, Pizza Burger Diavolo.